Kayo, Glückwunsch zu diesem 4:0 Auswärtssieg beim VfB. Habt ihr euch heute mal richtig den Frust von der Seele geschossen? Ja, ich glaube schon. Also jetzt, ich hoffe, dass wir die richtige Spur gefunden haben. Ja, heute, wir haben gezeigt, also der Teamgeist wieder und sehr gut gearbeitet. Also heute war wieder der alte Augsburg auf dem Platz. Heute, ja, wir haben diese Woche wirklich sehr gute Trainiert. Wir haben viele defensive Arbeiten, ja, taktische Arbeiten und wirklich, wir haben eher den Erfolg gegeben, natürlich heute zum Sieg. Und es ist auf Seite schon 3:0, dann das Gefühl ist wirklich, ja, für uns ist ja Vorteil, ja, für die Fans auch, ja. Ja, fühlt sich auf jeden Fall sehr gut an. Ist klar, die letzten Wochen waren nicht so erfolgreich in der Bundesliga. Wir hatten noch eine Menge Wut im Bauch nach den letzten Ergebnissen. Konnten jetzt die letzten zwei Wochen gezielt auf das Spiel hintrainieren und haben vor allem in unserer Defensive gearbeitet, wie wir mannschaftstaktisch besser verteidigen können. Ja, deswegen war es heute natürlich gegen offensivstarke Stuttgarter ein guter Schritt nach vorne, zu Null zu spielen. Und wir wussten auch, dadurch, dass sie immer so offensiv agieren, dass wir dann Räume kriegen können. Durch die Balleroberung haben wir dann gut kontern können und auch, glaube ich, auch mit der ersten Chance das 1:0 gemacht. Da hat man schon gemerkt, dass Stuttgart verunsichert war. Wichtig war es natürlich, mit 3:0 in die Halbzeit zu gehen und dann nach der Halbzeit, wo Stuttgart mit Sicherheit nochmal alles versuchen wollte, ja, direkt das 4:0 zu machen. Was liegt euch besonders an diesem Gegner? Das war jetzt das 6. Spiel in Folge, das ihr gegen den VfB gewonnen habt. Weiß ich nicht, keine Ahnung, kann ich nicht erklären, weil irgendwie sind es ja doch jetzt mal andere Mannschaften. Aber es stimmt schon, dass man aktuell ganz gerne gegen Stuttgart spielt. Was ist heute besser gelaufen als in den Spielen in den letzten Wochen? Wir haben sehr gut Länderspielpause die Zeit benutzen. Ja, wirklich, ja, wir haben gut vorbereitet, sehr viel taktisch arbeitet und wir sind alle schon wissen, ja, wohin laufen und wie zusammenzuarbeiten und wie sollen wir offensiv arbeiten auch. So, wir spielen heute ein bisschen mehr einfach zu offensiv gespielt und defensiv arbeiten auch. So, 4:0, ja. Gewonnen. Ja, wir waren mehr aggressiver auf dem Ball und also hinten, wir haben sehr gut gearbeitet, also die Innenverteidigung heute war also ganz großartig gemacht. Ja, ich glaube, das war eine Entscheidung heute für uns. Du bist nach deinem Tor zum 3:0 direkt in die Kurve, in die FCA-Fankurve gelaufen. War das so geplant oder hast du das spontan gemacht? Ja, ich habe zu viele Denken im Kopf, diese Situation. Wollte ich einmal annehmen, dann schieß oder direkt durch den Ball direkt zum Tor schieß, aber Boba hat sehr gute Vorlage für mich gegeben, dann habe ich direkt geschuss, dann natürlich linke Seite, unsere Fans warten auf mich, dann natürlich automatisch, ja, Jubel, ja. Und hat Spaß gemacht, mit den Fans zu feiern. Ja, klar, natürlich, ja, 4:0. Ja. Es war ein brutal wichtiges Spiel für uns. Der Anschluss ist wieder hergestellt, kann man sagen. Der FCA ist wieder da. Ja, das hoffe ich doch. Klar, heute ist es ein Erfolgserlebnis. Es ist immer noch alles sehr eng und ich glaube, wir stehen auch immer noch auf dem Platz nicht überm Strich, da wo wir hinwollen. Deswegen müssen wir so weitermachen. Wir werden so weitermachen, weiterhin versuchen, die Null zu halten in unserem Spiel, weil für Tore sind wir vorne immer gut. Du hast heute auch mal wieder getroffen nach einer Standard, ist eigentlich die Spezialität von dir, war dein erstes Saisontor. Hast du dich besonders darüber gefreut, dass es geklappt hat wieder? Ja, natürlich. Gefühlt ist das letzte schon ein bisschen her. Von daher war es natürlich jetzt wieder eine super Sache. Daniel hat den Ball hervorragend reingespielt, kam perfekt und ja, musste ich nicht mehr viel machen. Fühlt sich gut an. Warst du einstudiert? Klar, wir hatten, wie schon gesagt, die letzten zwei Wochen Zeit, ein bisschen was zu trainieren und Standards trainieren wir immer wieder. Heute hat es hervorragend geklappt. So, dann darf ich Sie begrüßen zur Pressekonferenz nach unserem Bundesligaspiel gegen FC Augsburg. Ich darf die beiden Trainer hier auf dem Podium begrüßen und Markus Weinzierl zunächst um sein Statement zum Spiel bitten.
Ja, wir sind natürlich heute hochzufrieden, ist klar. Stuttgart ist anscheinend ein gutes Pflaster für Augsburg. Dass wir heute gewonnen haben, tut uns sehr, sehr gut. Ich glaube, dass wir heute ein sehr gutes Spiel abgeliefert haben, dass wir gut ins Spiel reingekommen sind, dass wir im richtigen Moment die Tore erzielt haben, früh in Führung gegangen sind und das Ganze dann auch gut zu Ende gespielt haben, über 90 Minuten, glaube ich, auch hochverdient gewonnen haben und das mit einer Art und Weise, die in meinen Augen sehr gut war, weil es nicht zu erwarten war, dass wir nach den letzten Ergebnissen heute hier so dominant und gut, beziehungsweise defensiv dominant und gut auftreten. Wir haben einen Tick verändert agiert, wir haben ein bisschen defensiver agiert, wir mussten nicht das Spiel machen und das ist uns heute ganz klar zugute gekommen, dass wir kontern können und an die alten Vorstellungen der letzten Jahre da anknüpfen konnten, nämlich über ein gutes Verteidigen, über gutes aggressives Verteidigen, da immer wieder schnell in die Umschaltbewegung zu kommen. Und das hat die Mannschaft heute eindrucksvoll umgesetzt. So müssen wir weitermachen. Ich glaube, dass wir sehr kritisiert wurden nach der Heimniederlage gegen Bremen und auch sehr unzufrieden waren und heute gezeigt haben, dass uns keiner abschreiben braucht, sondern dass wir alles dafür tun werden, um in der Liga zu bleiben. Und für mich persönlich wäre es dann, denke ich, mehr wert wie im letzten Jahr der 5. Platz. Dankeschön. Markus Weinzierl, vielen Dank. Alex Zorniger, bitte. Ja, Gratulation zum Sieg zunächst. Wir sind natürlich im Gegensatz maßlos enttäuscht. Ja, wir hatten uns viel vorgenommen und waren auch sehr positiv vor dem Spiel. Und ich glaube, genau das war dann das Problem nach dem 0-1. Ja, wir haben uns von dem 0-1 überhaupt nicht mehr erholt. Einfacher Ballverlust im Mittelfeld und konnten dann die Wucht nicht aufhalten. Beim 2-0 und beim 3-0 dann abgefälschter Ball. Standardsituation. Das war aber nicht maßgeblich. Das Maßgebliche war, dass wir zu keiner Zeit auch nur ansatzweise die entscheidenden Zweikämpfe gewinnen konnten. Man hat wirklich gemerkt nach dem 1-0 und spätestens nach dem 2-0, dass wir nicht mehr in der Lage waren, nochmal zuzulegen. Und das lässt natürlich alles das ad absurdum führen, was wir uns vorgenommen hatten. Ja, da hat die Körpersprache dann immer passt. Klar, ich muss mir eigentlich auch überlegen, was ich übersehen habe im Vorfeld, das muss irgendwas gewesen sein, wo ich total auf die andere Seite geguckt habe. Und das ist das, womit ich mich am meisten beschäftige im Moment. Ja. Die Analyse wird man definitiv auch erst am Dienstag machen mit den Jungs, ja, weil da wird man ein paar Tage brauchen jetzt. Die wird man dann machen, die wird entsprechend ausfallen, wie immer. Und dann geht es zum nächsten Spiel, aber da wird man schon noch ein paar Tage brauchen, ja, bis wir das aufgearbeitet haben. Wie gesagt, wir konnten keinen einzigen wichtigen Zweikampf gewinnen. Wir haben, selbst wenn wir mal versucht haben, ein bisschen mehr Geschwindigkeit reinzukriegen, waren wir fehlerhaft. Wir haben viel zu viele Bälle im Mittelfeld quer und in die erste Reihe gespielt, was eigentlich dem Pressing von Augsburg in die Karten gespielt hat. Obwohl wir das gesagt haben, dass wir da auch demütig bleiben wollen und geduldig auch bleiben wollen und auf keinen Fall. Das hat sich ja schon andeutet, auch in die Kommentare davor, mit einer zu offenen Spielanlage in die Konter reinlaufen wollen. Ja, das war ein sehr schlechter Tag. Vielen Dank, Alex, für Ihre Fragen. An die Trainer bitte ich um ein kurzes Handzeichen, dass wir mit den Mikros zu Ihnen kommen können. Eine Frage an beide Trainer. Was bedeutet dieses Ergebnis für Sie jetzt im Kampf um Klassenerhalt? Ja, für uns war es ein erster Schritt, denke ich. Wenn wir auf die Tabelle schauen, sind wir immer noch nicht zufrieden. Aber wir haben es heute gezeigt, dass wir es können und so wollen wir weitermachen. Wir wissen, dass wir in den nächsten Wochen noch 7 Spiele haben bis Weihnachten, inklusive den internationalen Spielen und des DFB-Pokalspiels. Und das Wichtigste wird sein, in der Liga in den 4 Spielen 100% abzurufen, so zu agieren wie heute und so viele Punkte wie möglich zu holen, um eine gute, ordentliche Ausgangsposition für die Rückrunde zu haben. Unser Ziel wollen wir unbedingt erreichen, nämlich das ist der Klassenerhalt. Ja, von der Vorgehensweise ist bei uns genau das Gleiche. Ja. Wir müssen so viel wie möglich Punkte holen jetzt bis zur Winterpause. Wir haben nicht ganz so viele Spiele, es könnte ein Vorteil sein. In Bezug auf den Klassenerhalt brauchen wir da jetzt nur keine großartigen Schlüsse draus ziehen, ja, weil noch viele, viele Spiele zu spielen sind. Aber wir müssen halt jetzt bis zur Winterpause punkten, damit wir nicht irgendwo den Anschluss verlieren, ganz klar. Und zwar egal wo. Herr Zorniger, was ist denn für Sie schwerer zu ertragen, die Art und Weise der Niederlage oder Ovi ist das schön und Laola?
Drei Punkte werden uns bis zum Ende der Runde fehlen. Ja, das, was berechtigt vom Publikum kommen ist, da haben wir die Möglichkeit, das schnell wieder besser zu machen. Ja, und das muss auch unser Anspruch sein. Brauchen wir nicht drüber sprechen, ja, dass man jetzt irgendwas relativieren will. Ich meine, jeder hat gesehen, was heute auf dem Platz passiert ist. Ich auch. Herr Zorniger, Sie haben den Mannschaftskreis nach dem Spiel eingeführt. Ich habe Sie heute da nicht gesehen. Warum? Ja, dann waren Sie in den letzten Spielen auch ab und zu nicht da. Also wir machen das nicht jede Woche. Ja, ich habe es immer gesagt, dass ich mache den Kreis genau dann, wenn ich das Gefühl habe, dass wir auch geschlossen auf dem Platz auftreten sind. Ja, aber es war mir klar, dass es relativ schnell sich auf meine Person fokussiert. Und da wollte ich die Mannschaft nicht auch noch damit belasten. Ja, die haben genug damit zu tun, wie wir alle das zu ertragen, was da passiert ist. Dann erlauben Sie mir noch eine Nachfrage. Die Mannschaft hat trotzdem einen Kreis gemacht. Ist das okay für Sie? Ja, klar. Die Mannschaft trifft Entscheidungen. Ja. Und ich muss nicht bei jeder Entscheidung immer mit dabei sein. Ja, ich war ja sofort drin, ja, deswegen freut mich es auch, dass sie noch zusammengestanden sind. Aber ich hätte da in dem Fall sicherlich die falschen Worte getroffen. Bisher konnten Sie zu 100% auf den Rückhalt auch der Zuschauer zählen. Das hatten wir auch in dieser Woche schon als Thema. Wie sehr steht denn zu befürchten, dass das mit diesem heutigen Spiel kippt oder vielleicht gekippt ist? Kann ich nicht sagen. Ja, aber es wird definitiv nicht den Glauben verfestigen in das, was wir gerade eben machen. Ja, und das macht auch die Analyse natürlich nicht leichter, weil das unabhängig davon treffen sollte, die Analyse. Aber es ist ganz klar, ja, dass das halt alles andere als zur Verbesserung der Lage beiträgt. Auch in der Tabelle und auch abseits vom Platz. Herr Zorniger, wo wird denn der Arbeitsschwerpunkt in nächster Zeit liegen? Ihr Augsburger Kollege hat ja vorhin gesagt, sehr zufrieden mit der Defensive. Und dadurch eben die Möglichkeit, auch schnell umzuschalten. Umschalten ist ja auch ein Teil Ihres Spiels. Wie kriegen Sie denn die Defensive wieder so kompakt hin, dass sie von da aus Ihr Spiel wiederfinden kann, die Mannschaft? Ja, wir können ganz schlecht umschalten, gerade eben, weil wir fast niemals kompakt sind. Wir kriegen diese Kompaktheit, die wir Anfang der Runde auch noch gehabt haben, in entscheidenden Momenten nicht mehr so hin. Aber das, um das auch nochmal klar zu machen, das ist... Es muss halt irgendwas geben haben, was ich übersehen habe. Und deswegen ziehe ich mir ja auch da... Oder definitiv der Hauptschuh an. Ja, irgendwas kann heute nicht passt haben. Oder in den letzten Tagen nicht passt haben, was ich übersehen habe. Definitiv. Haben Sie denn eine Vermutung, was es sein könnte? Weil bisher war Ihre Mannschaft ja nicht dafür bekannt, dann irgendwie nach einem Nackenschlag dann während des Spiels sofort einzubrechen und dann gar nicht mehr den Kopf hochzubekommen. Nein, also eine Vermutung, was das betrifft, was ich gerade gesagt habe, das habe ich nicht und das würde ich eine Vermutung sicherlich auch nicht äußern, aber das, was Sie gerade eben gesagt haben, das habe ich vorher ja schon mal angesprochen. Ja, ich glaube, dieses Positive, mit dem die Mannschaft auf den Platz gegangen ist und mit dem frühen 0-1 den Nackenschlag bekommen hat, ich glaube, das war der maßgebliche Punkt, ja, dass man gesagt hat, die letzten zwei Spiele gegen Ingolstadt und Darmstadt, da hat man die Punkte geholt. Die holen wir jetzt auch gegen Augsburg. Und mit einem 0-1, auch wenn wir noch genügend Zeit gehabt haben, das sinkt eigentlich die Zuversicht. Vor allem auch, wenn du dann auf so einen Gegner triffst, der nochmal alle wichtigen Zweikämpfe gewinnt, ja, wo wir überhaupt nicht dagegen halten konnten. Auch noch eine Frage an Herrn Zorniger. Wenn Sie mit der Mannschaft sprechen, werden Sie die Mannschaft auch, wenn Sie auch zu eruieren versuchen, ob die Mannschaft noch an Ihren Fußball, an Ihr Spiel glaubt oder werden Sie Modifikationen eventuell ins Auge fassen? Das ist eine schwierige Frage. Erstens war es, glaube ich, zwei Fragen. Aber ich werde mit der Mannschaft natürlich sprechen. Aber ob die dann sagen, Trainer, letzte Woche haben wir noch dran geglaubt, jetzt glauben wir nicht mehr dran und übernächste Woche glauben wir wieder dran, das bezweifle ich mal. Wie war die zweite Frage? Ob Sie Modifikationen vornehmen in dieser Situation? Machen wir laufend. Ja.
aber nicht in der Weise, wie es dann der eine oder andere immer denkt, ja, dass man jetzt alles umstellen muss und jetzt doch bitte nach hinten reinstellen. Ja. Wir spielen kompakt, wir wollen kompakten Fußball spielen und aus dem raus umschalten. Ja. Wir wollen den Gegner vor Aufgaben stellen, das haben die heute. Wenn wir das nicht machen, ja, wenn wir was nicht gut machen, dann brauchen wir uns nicht drüber unterhalten, ob das Gesamtprodukt schlecht ist. Gibt es weitere Fragen? Herr Zorniger, noch eine Frage zum Thema Modifikation. Sie haben relativ früh oder sehr früh ausgewechselt. Warum? Wow. Stand 0-2. Wir hatten, glaube ich, nicht den allersichersten Eindruck gemacht in der gesamten Defensive. Das ist meine Aufgabe dann, dass ich von draußen nochmal einen Impuls setze. Ja. Und das habe ich dann gemacht in der Situation. Okay. Ich sehe keine weiteren Handzeichen. Dann danken wir fürs Kommen, wünschen einen guten Nachhauseweg.